Huch. Hallo, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Kingdom Come Deliverance. Ich bin jetzt nach Sassau geritten. Wir haben es 24 Uhr. Und ich gehe mal davon aus, der Pater hier, der wird pennen. Kann ich zu ihm rein ohne... Nein, kann ich nicht. Okay, schade. Dann müssen wir uns doch mal schlafen legen. Komm, ja, wir legen uns mal schlafen. Die Frage ist nur, wo? Theoretisch das Haus vom Scharlatan ist ja frei. Da ist er ja nicht mehr. Die Frage ist nur, ob ich doch weiß, ob... Ich doch weiß, welches Haus das war, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung. Irgendwo hier hinten. Oder so. Hoppala. War es das hier? Ist ein Fischernetz. Könnte das gewesen sein? Zumindest sieht es leer aus. Super. Direkt erstmal. Stopp! Bevor wir schlafen legen. Ah, okay, wir legen uns schlafen. Jetzt hätte ich gedacht, wir lesen jetzt doch vielleicht nochmal. Okay, jetzt dachte ich. Jetzt will ich mal ganz kurz gucken. Sitzen. Wir haben ja schließlich doch dieses Buch. Flink wie ein Wind oder so. Wo ist Kitzel der Nase? Oh nein, es kommt gleich. Wahnsinn, es ist schon wieder soweit. So, lesen. Hast du je versucht, einen dieser übergroßen Nager zu jagen? Und wie lief es? Nun, jetzt weißt du, warum Hermelinpelz so teuer ist. So, jetzt können wir hier lernen, theoretisch. Fortschritt nur. Oh, sind wir nach 4 Stunden fertig. Machen wir doch mal. Mein Gott, was ist denn? Oh nein. Kennt ihr das, wenn man einmal anfängt zu niesen, dass man dann irgendwann, dass man nicht mehr aufhören kann eine ganze Weile? Selbst wenn man die Nase putzt. Oh, es kribbelt immer noch. Es kribbelt immer noch. Mein Gott, ey. Ja, stellt euch mal noch drauf ein auf. Noch ein paar solcher Momente. Oh. So, Katsching. Neue Stufe erlernt. Leo. Wir haben das gelernt. Mein Gott, was ist denn nur los, Mann? Oh, Mann. Oh. So, das haben wir zu 100% gelernt jetzt. Das will ich mal ganz kurz hier checken. Hier, Stärke, Vitalität hier. Also, Agilität war das ja. Oh Mann, das kribbelt immer noch. Oh Mann. Ich heule gleich. Achso, was war denn das? Ja, wenn Minimum wirst du zu... Deine Ausdauer regeneriert sich 4-mal schneller. Naja, Minimum. Wann ist denn das mal? Du kannst deinen leeren Magen selbst mit verdorbenen Essen oder vergifteten Essen füllen, ohne Schaden zu nehmen. Allerdings spürst du auch keinerlei positive Auswirkungen. Okay. Wie auch immer. Oh, was ist denn jetzt? Meine Nase, sie wird zu. Schwertkampf, was haben wir denn hier? Lesen können wir jetzt hier noch. Was ist hier? Wenn du bequem sitzt, erhältst du einen doppelten Lesebonus. Oh. Die Lernstufe des Buchs, das du am meisten gelesen hast, erhöht sich im Schlaf oder beim Überspringen von Zeit automatisch. Die Lernstufe des Buchs, das du am meisten gelesen hast? Oh. Okay. So. Nett, auf jeden Fall. Sämtliche Bücher sind günstiger. Lesebonus. Ja. Pff. Kartograf. Die Katzke wird aufgedeckt und aufarbeitet. Die alle besiedelten Orte, Jagdgebiete und Höhlen. Das ist natürlich auch nett. Ja, meine Nase geht irgendwie zu. Ich weiß nicht warum. Was sehe ich denn da?
Ist für beides erledigt. Ich glaube, ich komme vor. So. Reiten. Reiten 2 Punkte. So, was haben wir denn hier? Dein Pferd. Ist dein Pferd verletzt? So ist es schneller. Erhöht deine Chance, dich im Sattel zu halten, wenn ein Gegner versucht, dich vom Pferd zu holen. Ja. Dein Pferd scheut allgemein etwas weniger bei Unwettern, dafür jedoch deutlich mehr. Was? Okay, Ritter. In berittenen Kampf erhältst du sowohl mit Nahkampf- als auch Fernkampfwaffen einen Schadensbonus in Höhe von 15%. Dein Pferd scheut nicht, wenn Feinde in der Nähe sind, außer es wird angegriffen. Aha. Ich mach mal das hier. Fest im Sattel. Ach, ich habe eh 2 Punkte. Was haben wir denn hier noch? Pferdeflüsterer. Der Pferd wird dich außerhalb von Kämpfen niemals abwerfen. Dein Pferd ist schneller, verliert jedoch einen Teil seiner Tragekapazität. Ah, Tragekapazität ist schon echt. Das kann nicht. Achso, das kann ich eh. Ich habe ja Lastenpferd. Okay. Das kann ich eh nicht kombinieren. Okay, okay, okay. Streitross nehme ich natürlich mal auch. So. Wunderbar. Ah, ich wollte schlafen. Da war was. Ich wollte schlafen. So. Dann dürften ja jetzt um 9 Uhr auch das ganze Dorf wach sein. Oh, ich. Entschuldigt mal. Ich muss mir kurz mal die Nase stoppen. Irgendwie. Ich weiß nicht. Ja, das Dorf dürfte dann hoffentlich jetzt wach alles sein. Oh, die letzte Stunde immer. So. Das Geile ist, wir verlieren ja auch keinen Hunger dadurch, weil wir ja auf ein und derselben Stelle liegen und uns nicht bewegen. Super. Okay, auf geht's, ab geht's. Die Tür lassen wir mal auf, damit wir wissen, falls wir doch mal wieder eine Schlafmöglichkeit brauchen hier in diesem Dorf. Apropos, ich will mal ganz kurz gucken, wie sieht's denn mit unserem Rüstung aus? Ja, unsere Stiefel halt, ne? Die müssen mal wieder. Ja, hier haben wir auch wieder ein bisschen was. Ja. Abgesehen davon, dass wir eh Fleisch verkaufen können, jetzt hier auch. Oh, ich mache schon viel, so viel wieder nebenbei. Wir müssen eigentlich den Kranken helfen, aber Fleisch. Achso, das kann ich. Ich wollte mich gerade in dieser Gerberbrühe waschen. Flupp. So, na gut, ich mache jetzt trotzdem erstmal die. Nahrung? Sattheit 5. Das essen wir mal. Sattheit 5. So. Okay. Wir gehen mal schnell zum Metzger und veräußern da unser ganzes Fleisch. Was, hey? Was war, hey? Ich habe nichts geklaut, ja? Ich habe schon lange nichts mehr geklaut, fällt mir gerade auf. Hallo, junge Dame. Kann ich bei dir auch? Die hat ja wahrscheinlich nicht so viel Geld, oder? Egal. Ach, 100. Die 100. Wie viel? Nochmal. Das sind 36. Nochmal. Ach, Vermögen der Settlers. Dein Ruf 43. Achso, ich gucke die ganze Zeit auf die 43. Ah, alles klar. Ja, dann können wir ja alles. Oh. Ja, ja. So. Das feilschen wir natürlich noch hoch. Lass uns über den Preis sprechen. Nun, versuchen wir es. Das ist gutes Fleisch, junge Dame. Wirklich sehr gutes Fleisch. Frieden? Wir kommen der Sache näher. Nur noch ein bisschen weniger. Jetzt sage mal hier.
Ja, für diese Summe lasse ich mich überreden. Doch. So, Pferd. Pferd, ich hab dich doch gesehen. Jetzt können wir hier auf jeden Fall ins Inventar. Alles. Ja, wir machen mal alles. Und das auch. Wie schwer sind wir jetzt hier? 10.000 Tonnen. Egal, aber Händlerin. Die hat jetzt noch 105. Hat die schon wieder was verkauft? Die hatte doch 100. Ah nee, Blödsinn, was erzähle ich denn da schon wieder? Ich erzähl Stuss. Nahrung. Achso, verkauft bitte. Das Geile ist, ja, es zählt nicht als Wilderei. Du erhältst Warenkorb. Ja. Lass uns über den Preis sprechen. Nun, versuchen wir es. Habe ich das richtig jetzt ausgewählt? Ich weiß nicht. Okay, mehr geht eh nicht. Ach so, ich breche das mal ab. Okay, sie hat nicht so viel Kohle, deswegen, das heißt, oh, nicht stehlen. Jetzt lauf doch nicht weg. Was ist denn hier los? Als ob ich sie betatschen wollen würde, ey. So. Mein Gott. Ah, jetzt geht's schon wieder los hier, ey. Echt. Wie viel entfernen wir? 2? Ja. Mehr geht eh nicht. Lass uns über den Preis sprechen. Ist gut. Okay, mehr geht eh nicht. In Ordnung. So. Ich gehe mal zum Metzger. Vielleicht hatten der mehr Kohle, die wir ihm abknüpfen können. Das war doch hier, ja. So, jetzt schleichen wir hier so rein erstmal. Wie er immer noch mit dem Hund knüppelt. Merkt er aber auch hoffentlich. Guten Tag. Mein Gott, was ist dir zugestoßen? Du siehst aus, als wärst du überfallen worden. Was? Ich? Wo denn? Ich bin doch sauber, was er hat. Ja, er hat 700. Alter Frei. Ja. Ich sag ja, wir werden. Okay, das wäre zu viel des Guten. Also gekochtes Hirschfleisch. Nein! Egal. Okay, der hat jetzt eh noch ein paar. Kann ich dir auch noch was verkaufen? Nein. Fleisch. Kann ich ihr? Ja, die hat doch bestimmt auch noch Kohle. Achso, die gehört ja zu ihm. Also hat sie auch noch. Okay. So, zumindest können wir jetzt erstmal wieder noch nicht ganz rennen. Super. Hier war doch noch ein Kämmerer. Oder hier ist ein Händler. Hier ist eine Tauschbörse. Ja, ich verbringe jetzt schon wieder die ganze Folge damit, hier irgendwelche... alles andere zu machen, nur nicht die Quest. Ich weiß, es tut mir leid. So, hallo. Nicht stehlen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gott sei mit dir. Jawohl. Der hat auch 700.
So, 180 Fleisch. Vielleicht behalten wir auch noch ein bisschen was. So, dann haben wir insgesamt 5 gekochtes Hirschfleisch noch mit. Das sollte passen. Sonst haben wir ja nichts weiter erstmal. No. Das lassen wir jetzt erstmal. Reden wir über den Preis. Nun, versuchen wir es. So, mindestens 640. So. Zufrieden? Nicht schlecht. Senke deine Ansprüche noch etwas und wir sind uns einig. Ist etwas? Endlich eine vernünftige Summe. Okay, wie schwer sind wir jetzt? 126. Gut, das passt. Okay, wir haben wieder die dicke Kohle geschaffelt. Wir sind bei 28k. Ja, wunderbar. So, jetzt geht's los. Ich gehe mal jetzt hier in die Kirche. Da gehen wir, reichen wir das Testament für den jungen Mann ein. Was chillt denn der da so? Ach, das ist der Vogt. Huch. Guten Tag, Herr Vogt. Oh mein Gott, ja, ich erinnere mich stark an diese Quest hier. Hallo. Pater, Vinzenz aus Meerhojet schickt mich. Worum geht es, mein Sohn? Ich habe seinen letzten Willen. Ich suche seinen Sohn Elias. Ich habe seinen letzten Willen. Vinzenz letzten Willen. Den respektieren wir auch. Was ist denn passiert? Noch nichts. Vinzenz ist schwer krank. Eine schlimme Seuche sucht Meerhojet heim. Ja, ich habe gehört, dass Leute in einem Dorf in der Nähe krank wurden. Herr im Himmel. Aber Vinzenz ist am Leben. Noch. Ja. Noch. Oh, ja, sage ich ja. Hoffen wir, dass der Herr ihn noch länger unter uns weilen lässt. Danke, dass du mir sein Testament gebracht hast. Im Falle seines Todes kümmere ich mich darum. Hier hast du ein paar Münzen für den Aufwand. Hab Dank, Pater. Dankeschön. Lebe wohl. So. 175 Groschen habe ich dafür. Für diesen kleinen Botengang 175 Groschen. Okay. Okay, speichert. So, das haben wir abgeschlossen. Testament. Letzter Wille. Kann ich hier... Ich habe keine Sünden. Ich habe keine Sünden. So, und jetzt machen wir uns auf zum Kloster. Und sprechen mit Johanka. So, damit das alles ein bisschen zügiger geht, nehmen wir mal Pebbles. Ja. Ja. Na, jetzt. Im Galopp reite wieder Wind. So, dann bin ich mal gespannt, was die für eine Diagnose aus der Ferne stellen können. Aber es ist doch die Pest, oder? Die eine hat ja, er hat ja gemeint, die einen kriegen also Geschwülste oder irgendwas halt. So, Notfall! Notfall! Hier ist immer noch die Quest angezeigt, die ich nicht annehmen kann. Warum auch immer. Hier. Questgeber. Es tut mir leid, ich gucke jetzt da nochmal, aber...
Ja, ich werde mich gleich um die Kranken auch kümmern. Das ist, ja, ich weiß, sie werden, die Wahrscheinlichkeit, dass sie draufgehen werden, ist ja schon sehr hoch. Wir dürfen uns nicht allzu viel Zeit lassen. Hier ist der Quizgeber. Das ist er hier, aber der hat nichts zu sagen. Gott sei mit dir. Wessen Haus ist das? Ja, bla bla. Okay. Ich danke. Ja, das ist, ich glaube einfach, ich denke mal ein Bug. Eine verbuggte Anzeige hier. Er wollte ja den Prokop, aber er hat es nicht geglaubt, dass wir ihm den Knochen oder irgendwas hatten wir ihm gebracht, den Knochen des Prokop oder so. Naja. Johanka. Hi Johanka, mal wieder hier. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, aber Merhuyet wurde angegriffen. Oh Gott, wie geht es, Matthias? Wurde am Arm verletzt. Er spielt es herunter, aber die Wunde sieht übel aus. Ich muss ihn sehen. Bevor du gehst, da gibt es noch etwas. Was? Irgendeine Krankheit breitet sich in Merhuyet aus. Das Vieh wurde dahingerafft und jetzt erkranken auch die Menschen. Ich dachte, vielleicht weiß hier jemand, was zu tun ist. Gütiger Himmel, wie schrecklich. Gut, dass du gekommen bist. Wenn es irgendeine Hoffnung gibt, dann hier. Sprich mit Bruder Nikodemus. Okay, mit dem Arzt des Kirchners. Er weiß vielleicht, was zu tun ist. Haben wir ja schon gequatscht. Ey, wir wissen ja, wo er ist. Ich danke dir, Johanka. Auf Wiedersehen. Okay, wir sprechen jetzt mit Pater Nikodemus. Wir sind ja ganz schön dicke mit ihm. Mal gucken, was der für eine Diagnose hat. Bruder. Pater. Wie komme ich auf Pater? Hallo. Irgendeine Krankheit breitet sich in Merhuyet aus. Heide, ich sag doch erstmal Hallo. Du wüsstest vielleicht Rat. Eine Krankheit, sagst du? Wie faszinierend. Was ist daran fasziniert? Ja, also. Manchmal, Heinrich, denkst du genau das, was ich denke oder sage. Faszinierend? Es ist schrecklich. Verzeih, ich wollte nicht herzlos klingen. Schon gut. Wichtig ist, ob du uns helfen kannst. Das vermag ich noch nicht zu sagen. Dazu müsste ich mehr wissen. Wir wissen alles. Ist das ganze Dorf davon betroffen? Nicht ganz. Etwa die Hälfte. Ja, es war ja nicht das ganze Dorf. Etwa die Hälfte der Häuser war das erstmal. Ja, es war ja erstmal nur ein kleiner Bereich, ja. Nein, zumindest noch nicht. Mehrere Haushalte aber schon. Ungefähr das halbe Dorf. Merhuyet. Hat es da nicht ein Gestüt? Was ist mit den Tieren? Haben die sich angesteckt? Ja, da gibt es ein Gestüt. Ach so, die Tiere habe ich mir gar nicht angesehen, ne? Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es nicht. Was die Tiere betrifft, keine Ahnung. Entschuldige, ich wollte sagen ungewöhnlich. Kennst du die Symptome? Ja, die kennen wir, Tatsache. Die kennen wir. Ja, mehr oder weniger. Ausgezeichnet. Ich habe viele umfangreiche Werke zu dem Thema hier in der Bibliothek. Beschreibe mir die Symptome, dann können wir dort Rat suchen. Alles klar. Kannst du lesen? Ja, natürlich. Was ist denn das für eine Frage, bitte? Ja, kann ich. Ausgezeichnet. So, folge mir in das Skriptorium. Dürfen wir jetzt einfach so ins... stelle die richtige Diagnose und finde die Rezeptur für ein Heilmittel in den Büchern. Gut, ich habe ihm aber noch nicht über die Symptome gesagt. Okay. So, womit beginnen wir? Offenkundig stimmt etwas nicht mit Ihrem Verdauungstrakt. Mit was? Mit Ihrem Verdauungstrakt, Heinrich. Kacken ja. Und so. Das Problem Kotzen. Liegt zwischen dem Mund und dem Arschloch. Aha. Ja. Verstanden. Wie gut. Zum Zeitpunkt kann man noch nichts ausschließen. Schau du im Brevarium de Signis Causa nach. Ein namhaftes Manuskript aus Salerno. Verfasst von Johann von St. Paul. Aber ich kann kein Latein. Zu deinem Glück übersetzt unser Bibliothekar bedeutende medizinische Werke in die Gemeinsprache. Also kannst du dich sehr wohl nützlich machen. Studiere das Brevier sorgsam und vergleiche die Symptome mit überlieferten Fällen.
Das hilft uns vielleicht weiter. Oh Gott, das ist jetzt... Ich muss mir schon mal einen Zettel vorbereiten. Das ist... Avicennas Canon Medicinae und Galenos Hauptwerk Ars Medicinalis. Gott über dich warten. Alec, welches Buch muss wir uns widmen? Warte, stopp. Oh nein. Nee, bitte. Ich komme jetzt auch in die Bibliothek einfach so rein, junger Mann? Komme ich jetzt einfach so rein? Oder muss ich mich hier schon wieder als Mönch verkleiden? Oder was ist hier los? Was? Oder ist es hier ein Buch? Ah, nee, hier. Wo habe ich den Galenos hingelegt? Okay, nee, er guckt hier. Ich guck mit Word. Ich guck mal die Quest. Die Seuche. Ja. Das ist die Questlog-Guide. Ich habe dem alten Stroh versprochen. Ich habe Brody versprochen, ihm bei der Diagnose zu helfen. Ja, wunderbar. Wo? Bruder, die ist bereit bei der Suche. Er hofft, dass er die Antwort irgendwo im Uferskriptorium findet. Oder ist es hier? Lesen. Ah, das ist ja das Buch hier. Oh, jetzt dachte ich, ich muss wieder ins Kloster einbrechen. Hä? Wie man Krankheiten mithilfe der Körpersäfte erkennt. Okay. Wisst ihr was? In der nächsten Folge werden wir uns das gründlich mal durchlesen. Ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschö mit Ö. Ciao.